Ich heiße Afra Hönig, ich bin 27 Jahre alt und wohne in München. Ich bin Profisportlerin im Bouldern und bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Außerdem mache ich noch ein Masterstudium in Medizintechnik. Ich bin über meine Eltern zum Klettern gekommen. Die haben mich schon sehr früh in die Kletterhalle mitgenommen. Ich glaube, mit 2 Wochen war ich das erste Mal in der Kletterhalle. Und dann waren wir in sehr vielen Kletterurlauben in Südfrankreich und Kroatien und habe da meine Liebe zum Klettern entdeckt. Also generell trainieren wir immer in der Morgenseinheit und der Abendseinheit. In der Morgenseinheit sind wir meistens in der Kletterhalle und klettern. Und in der Mittagspause gibt es dann einen kleinen Snack und ich tue ein bisschen was für die Uni, schaue ein paar Vorlesungen an. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt weiter am Nachmittag mit der 2. Einheit, in der ich dann auch nochmal klettere oder wir im Kraftraum sind. Also im Winter gehen wir tatsächlich 2-mal die Woche in Kraftraum, weil es einfach wichtig ist, eine gewisse Grundkraft zu generieren, die man dann Richtung Wettkampf umwandelt in wettkampfspezifische Kraft, also in kletterspezifische Kraft und dann viel mehr an der Wand trainiert. Aber im Winter 2-mal die Woche, im Sommer dann 1-mal bis keinmal. Im Klettern gibt es 3 Disziplinen. Zum einen das Bouldern, das was ich auch mache. Die Wände sind 4,50 Meter hoch in Absprunghöhe und es ist relativ kräftig und kurz. Dann gibt es im Gegensatz dazu das Leadklettern oder Seilklettern. Da hat man eben ein Seil, die Wände sind 15 Meter hoch und man ist über das Seil gesichert und mit einem Sicherungspartner. Und da gibt es mehr um Ausdauer. Und dann gibt es noch das Speedklettern, das, wie der Name schon sagt, um Geschwindigkeit geht. Und das, die Wand ist auch 15 Meter, man hat aber immer dieselbe Route und da geht es darum, wer als erstes oben ist. Und bei den anderen beiden Disziplinen geht es darum, wer überhaupt hochkommt. Ja, ich glaube, ein Meilenstein war einfach, dass ich bei der Deutschen Meisterschaft 2017 Dritte geworden bin und dadurch mich quasi für die Nationalmannschaft empfohlen habe und dann auch eben eingeladen wurde zu den Trainings oder zu dem am Bundesstützpunkt zu den Trainings und dann eben nochmal meine Kletterkarriere quasi neu starten konnte und dann auch in die Nationalmannschaft gekommen bin, was eigentlich mit dem 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft begonnen hat. Also für mich ist das Klettern auch zum Aufzeigen von Grenzen beziehungsweise zum Überwinden von Grenzen. Also du kommst an den Boulder hin und der Boulder ist unmachbar. Du schaffst nichts, du schaffst keinen einzigen Zug. Und dann probierst du und versuchst, vielleicht über Tage, vielleicht über Wochen oder nur über Stunden. Und dann kommst du irgendwann am Ende alle Züge von dem Boulder hoch. Das heißt, irgendwas, was du am Anfang gefühlt dir nicht vorstellen konntest zu schaffen, schaffst du dann und meistens fühlt es sich dann auch immer easy an. Und das finde ich am Bouldern einfach so toll, dass du vor einem Problem stehst und das Problem dann lösen kannst, obwohl du nicht denkst, dass du es lösen kannst. Also ich glaube, es gibt sehr viele körperliche Belastungen, je nachdem, wo der individuelle Körper schwach ist. Aber häufig sind es einfach die Schultern, weil die relativ anfällig sind und sehr hohe Belastungen beim Klettern aushalten müssen. Aber auch Knie und Rücken können Probleme bringen. Ich glaube, dass die Ernährung auch so ein kleiner, also eine Schraube ist, an der man drehen kann, um einfach noch besser zu werden im Sport. Weil man einfach mehr Trainings absolvieren kann, weil man sich in den Trainings besser fühlt. Man hat vielleicht eine bessere Qualität in den Trainings. Und deswegen, glaube ich, spielt die Ernährung schon eine wichtige Rolle beim Sport. Dadurch, dass wir eine Individualsportart sind, ist es auch oft jedem selbst überlassen, wie wichtig oder für wie wichtig er das sieht. Also es ist kein Muss, irgendwas in der Ernährungsrichtung zu tun. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich persönlich, ich glaube schon, dass es einen Vorteil bringen kann. Also ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Und man, also gerade Nahrungsergänzungsmittel ist ja doch nicht so klar, was wirklich gut ist und was schlecht ist. Und da kann man ja draufschreiben, was man will, so ungefähr. Und deswegen habe ich nie drüber nachgedacht, das wirklich zu nehmen oder mich damit auseinandergesetzt, weil es einfach zu komplex war. Also ich finde, es ist einfach ein angenehmer Umgang und man hat auch die Möglichkeit, mit einem Arzt zu sprechen. Es kann alles belegt werden. Sie sind auch Partner und haben beziehungsweise haben Produkte auf der Kölner Liste, was für uns Sportler natürlich auch wichtig ist, dass man eben, dass die Produkte auch überprüft sind und eine hohe Qualität haben. Tatsächlich schon, ja. Also ich nehme die jetzt seit, glaube ich, 2,5 Wochen ein und habe eben davor ein Blutbild gemacht, wo sich gezeigt hat, dass ich vielleicht den einen oder anderen Mangel habe oder ein Ungleichgewicht. Ich glaube, nichts Dramatisches.
und habe dann eben daraufhin die Produkte verschrieben bekommen oder bestimmte Produkte verschrieben bekommen und nehme die jetzt seit, wie gesagt, 2 Wochen und habe schon das Gefühl, dass ich einfach viel wacher bin, viel fitter, viel aktiver. Durch die Supplements habe ich mir einfach erhofft, dass ich mich besser fühle, dass ich meine Trainings besser absolvieren kann, dass ich auch besser regeneriere und einfach dadurch vielleicht mehr und bessere Trainings machen kann. Also ich, für mich ist es sehr wichtig, einfach ein klares Ziel vor Augen zu haben, wofür ich das mache und auf das Ziel dann auch einen Plan ausgerichtet zu haben, wo ich genau weiß, wann ich was mache, an welchem Tag ich welche Trainingseinheit zu absolvieren habe. Und dann hat es für mich weniger mit so Eigenmotivation zu tun, sondern ich sehe den Plan und weiß, okay, ich muss das machen für mein Ziel. Und dann muss ich gar nicht mehr so viel Motivation aufbringen, weil das funktioniert dann einfach, dass ich das Training dann abhake. Und was mich dabei natürlich unterstützt, sind Trainingspartner und auch die Trainer, die einem da zur Seite stehen und dann auch an Tagen, wo es einem vielleicht motivationsmäßig nicht so gut gibt, unterstützen. Also im Wettkampf, glaube ich, ist es wichtig, einfach klar zu bleiben, einfach nicht zu viel drüber nachzudenken, was passieren könnte und wie es ausgehen könnte und was passiert, wenn das und das Ergebnis rauskommt, sondern einfach klar zu bleiben, sich auf dem nächsten Boulder zu fokussieren und wenn der Boulder nicht so gelaufen ist, den schnell abzuhaken und dann zum nächsten zu gehen.